Guten Abend. Ich wollte ganz kurz den Dr. Klump vorstellen. Dr. Klump ist Gründungsherausgeber dieses politischen Kulturmagazins Die Gazette. Und der Herr Reckert Brandl hat ihn mal in der Süddeutschen als journalistischen Literaten bezeichnet. Dr. Klump hat nicht nur Bücher geschrieben über Dantes göttliche Komödie oder Dostojewskis Schuld und Sühne, sondern auch zum Beispiel über das MAI und die Herrschaft der Konzerne. Die Veränderung der Welt durch das multilaterale Abkommen. Das hat er 1998 geschrieben und war von daher natürlich prädestiniert und sensibilisiert für diese Freihandelsabkommen CETA und TTIP. Dann hat er im Juli 2013 in der Süddeutschen Zeitung in der Außenansicht einen Artikel geschrieben mit dem Titel Der Investor ist unantastbar. Und dieser Artikel, den kann man gut und gern als Initialzündung für den bundesweiten Protest und gegen die Protestbewegung. Ich freue mich, dass der Dr. Klump heute zu dem Thema die armenische Republik, die Demokratie ist nicht bedroht, sie wird umgangen, referiert. Er stellt damit wieder mal ein politisch brisantes Thema vor und weist darauf hin, wie Regierungen zusammen mit Wirtschaftsverbänden unkontrolliert weltweit die Regeln vereinbaren und damit an den Parlamenten vorbei private Rechtsetzung betreiben. Das ist bei Experten und Expertinnen seit Jahrzehnten bekannt, aber darüber gibt es überhaupt keine öffentliche Diskussion. Und diesen Zustand wollen wir mit der heutigen Veranstaltung beenden. Ich werde heute von bestimmten Dingen nicht sprechen. Ich möchte das gleich zu Anfang sehr deutlich sagen, damit nicht falsche Fragen aus dem Publikum kommen. Ich werde nicht sprechen über Lobbygruppen. Was ich heute Ihnen vorstellen werde, sind keine Lobbyisten, keine Lobbygruppen. Im Unterschied zu dem, was ich Ihnen erzählen werde, sind Lobbygruppen registriert, benannt. Wer sie leitet, weiß man. Man hat sie sogar in Listen erfasst, in Brüssel und anderswo, und speziell in den USA, glaube ich auch. Während das, wovon ich rede, in gar keiner Weise erfasst ist. Ich werde auch nicht sprechen von der Einrichtung technischer Normen, also ein DIN-Ausschuss oder ein ISO-Ausschuss oder andere technische oder Verfahrensnormen. Wenn ich Normen sage, meine ich rechtlich verbindliche Festlegungen, also Rechtsnormen. Ich werde auch nicht sprechen von Handelsverträgen, auch nicht von TTIP. Von TTIP vielleicht nur am Rande, soweit es das berührt, was das eigentliche Thema ist. Das eigentliche Thema ist sehr schwer darzustellen, weil ein Begriff für das, wovon ich spreche, fehlt. Ich habe lange Schwierigkeiten gehabt mit mir selber, mir zu sagen, rede ich hier überhaupt von etwas, was es gibt, oder fasse ich hier etwas in eine Gruppe zusammen, das es gar nicht als Gruppe gibt. Ziehe ich also hier Dinge zusammen, die gar nicht zusammengehören. Um aus diesem Dilemma ein bisschen rauszukommen, schlage ich vor, ich erkläre Ihnen, was ich meine, anhand eines Beispiels, von dem aus wir dann in größer werdenden Kreisen etwas verallgemeinern können. Das Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist die sogenannte ICH. Ida Cäsar Heinrich, ICH. ICH ist die Abkürzung für einen sehr langen Namen, den sich eine Gruppe gegeben hat. Und der ganz lange Name heißt aufgelöst International Conference on the Harmonization of Technical Requirements in Pharmaceuticals for Human Use. Das müssen wir jetzt alle nicht verstehen, aber Sie haben sicher so viel verstanden, dass es ein Ding ist, das sich Konferenz nennt. Die sich trifft zur Harmonisierung von technischen Anforderungen für Arzneimittel zum menschlichen Gebrauch.
Es gibt eine Parallelveranstaltung für Arzneimittel für den tierischen Gebrauch und es gibt eine ganze Reihe von anderen Gruppen, mit denen diese ICH zusammenarbeitet, aber sie ist für diesen menschlichen, für die Medikamente für menschlichen Gebrauch zuständig. Die ICH hat ihren Sitz in Genf. Sie hat, anders als manche andere Gruppen, eine eigene Adresse. Manche dieser Gruppen haben nicht einmal eine eigene Adresse. Eine Telefonnummer gibt die ICH nicht bekannt, obwohl sie eine sehr scheinbar aufkunftsfreudige Website hat. Und was sie aber wiederum bekannt gibt, sind die Mitglieder der ICH. Und jetzt wird es schon sehr vage und schwankend. Ob die Gründungsmitglieder der ICH, 1990 war das, 3 sind oder 6 sind, das hängt es davon ab, auf welcher Seite sie stehen. Wenn sie auf der Seite der Industrie stehen, dann würden sie sagen, es sind 3 Mitglieder. Nämlich die Regulierungsbehörden von Japan, von der EU und von den USA. Diese 3, also staatliche Stellen, staatliche Behörden, haben sich 1990 zusammengesetzt und was gegründet. Sie waren aber nicht allein. Sie waren begleitet von den Pharma-Spitzenverbänden der 3 Regionen. Also dem japanischen, dem EU und dem US-amerikanischen Spitzenverband. Sodass sie also entweder 6 Mitglieder haben oder 3 Mitglieder, je nachdem. Sie unterscheiden sich auch in Selbstdarstellungen. Sie nennen sich manchmal regulatorische Mitglieder und repräsentative Mitglieder. Also das ist ein sehr schwankendes Ding. Was diese 6 oder 3 gegründet haben 1990, ist auch unklar. Streng genommen haben sie überhaupt nichts gegründet. Also keinen Verein, keine Organisation, nichts. Nur sich verabredet, sich regelmäßig zu treffen, um dann die Regulierungen für die Zulassung von Medikamenten zum menschlichen Gebrauch zu harmonisieren. An der Stelle müssten Sie jetzt schon ein bisschen erschrecken. Alle, die sich mit TTIP befasst haben oder mit CETA oder Ähnlichem und meinen, dass wenn dort die regulatorische Zusammenarbeit erfolgreich bekämpft ist, dass dann irgendein Kampf gewonnen ist, müssten an dieser Stelle aufwachen. Damit ist überhaupt nichts gewonnen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, dass der ausschließliche Kampf gegen die regulatorische Zusammenarbeit innerhalb von internationalen Handelsverträgen sozusagen nur die Spitze eines Eisbergs bekämpft. Darunter finden Sie dann diese Organisation ICH und nicht nur sie, ich nenne sie Organisation, obwohl sie keinen Organisationsgrad hat. Und nicht nur sie, sondern ungefähr noch 2000 andere Organisationen, die dasselbe tun. Die Jahr aus, Jahr ein sich treffen und sich freundlich zunicken und irgendetwas beschließen, obwohl auch darüber noch was zu sagen sein wird. Und dann ist plötzlich eine neue Regulierung in der Welt. Die Arbeitsweise der ICH ist eigentlich nach außen gesehen ganz ordentlich. Sie entwirft eine Richtlinie oder eine Regulierungsvorschrift und gibt die dann an ihre vielen, vielen Mitglieder. Die hat ja inzwischen noch weitere Mitglieder bekommen, zum Beispiel Kanada oder auch die Schweizer Gesundheitsbehörden und viele andere. Viele sind auch assoziative Mitglieder, hat dort ungefähr 100 Mitglieder. Mitglieder, wiederum bitte mit Gänsefüßchen, Sie sind ja nicht irgendwo eingeschrieben in eine Liste oder so etwas von Mitgliedern eines Vereins, das gibt es ja alles nicht. So, die treffen sich also und die Mitglieder bekommen das zugeschickt, die können sich dazu äußern, dann schicken es wieder zurück an die ICH-Zentrale und die verändert das dann und dann am Ende kommt dann etwas raus, was als neue Richtlinie da ist. Dieses wird dann von den Pharmaverbänden, die alle dort Mitglieder sind, das geht bis nach Brasilien und Südafrika und Pakistan,
als neue Richtlinie akzeptiert. Und insofern ist diese GCH eine außerordentlich erfolgreiche Organisation. Sie stellt eine, sie harmonisiert Regulierungen und die Regulierungen werden in einer hohen Anzahl von Ländern übernommen. Sie werden festgestellt haben, dass bis hierher kein lokaler oder nationaler Politiker irgendetwas zu sagen hatte in dieser Geschichte. Wer sich hier getroffen hat, sind Wirtschaftsverbände, drei Stück, sind nur drei, es sind immer nur noch die drei, die damals das gegründet haben, Japan, EU, USA, und vereinbaren Regelungen und dann gelten die. Ohne dass ein Parlament es auch überhaupt nur gesehen hat. So, wenn Sie jetzt mal die EU fragen, auf welcher gesetzlichen Grundlage es sein kann, dass das, was die GCH als Richtlinie entwickelt, in europäisches pharmazeutisches Zulassungsrecht übergeführt wird. Das ist ja kein, das regnet ja nicht vom Himmel einfach nach Brüssel. Dann kriegen Sie eine Antwort, ja, das ist gesetzlich geregelt. Ich muss Ihnen das kurz vorlesen. Na. Das ist eine Ausdrucksweise, die leider sehr typisch ist. Die Leitlinien der Internationalen Harmonisierungskonferenz, so heißt die GCH auf Deutsch, das ist die Auskunft der EU, zu wissenschaftlichen Fragestellungen werden in den Rechtsrahmen der Europäischen Union eingebunden. Wenn mir einer erklären kann, was hier das Wort eingebunden heißt, dann muss er ein sehr guter Jurist sein. Dadurch eingebunden ist gemeint, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur, EMA, den harmonisierten Wortlaut annimmt. Also, die Europäische Medizinagentur übernimmt den Wortlaut der Regulierung der Nichtorganisation ICH. Und das sei die Einbindung in europäisches Recht. Der Ausschuss für Humanarzneimittel ist in alle Phasen der Arbeit der ICH eingebunden, schon wieder eingebunden. Und die von der ECH behandelten Themen werden auch im Rahmen des Arbeitsprogramms der zuständigen Arbeitsgruppen beziehungsweise von Ad-Hoc-Gruppen und Arbeitsgruppen des Ausschusses erörtert. Hier kriegen Sie einen Wortschwall, der Ihnen erklären soll, dass alle mit allen über alles reden und das damit eingebunden ist. Sobald der Ausschuss für Humanarzneimittel eine ECH-Leitlinie angenommen hat, hat sie denselben Status wie andere auf europäischer Ebene erlassene wissenschaftliche Leitlinien und ersetzt die bisherigen Leitlinien, die bisher für diesen Bereich galten. Das heißt, indem sie es übernehmen, gilt es. Da für Arzneimittel in der EU ein gemeinsamer Rechtsrahmen gilt, stellen die zuständigen nationalen Behörden, ach das vergessen, das wird immer undurchsichtiger. Wenn Sie jetzt fragen, gibt es einen legalen Auftrag für die EMA, das zu übernehmen. Es kann ja sein, dass wir irgendwann mal etwas erlassen haben, EMA übernimmt das, also die Abgeordneten, demokratisch zustande gekommen, EMA übernimmt bitte, was die ECH festlegt und macht es zu europäischem Recht. Dann kriege ich die Auskunft, ja, diese legale Grundlage gibt es auch. Also nicht nur werden die Dinge einfach übernommen, sondern es gibt auch noch die legale Grundlage. Und zwar findet sich diese angeblich alles Auskünfte der EU. In der Verordnung Nummer 726-2004. Dort steht, kann sich das ja aus dem Internet raushaben, da steht dann drin, dass Unterstützung von Maßnahmen, zu den Aufgaben der EMA gehört, Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und Drittländern, insbesondere im Rahmen von Diskussionen, insbesondere
im Rahmen von Diskussionen anlässlich internationaler Harmonisierungskonferenzen. Also hier ist nicht von der ICH die Rede. Lassen Sie sich das durch den Kopf gehen. Sie fragen die EU, was ist die gesetzliche Grundlage für die EMA, die Richtlinien der ICH zu übernehmen, und Sie kriegen einen Hinweis darauf, dass insbesondere Diskussionen internationaler Harmonisierungskonferenzen auch berücksichtigt werden. Eine gesetzliche Vorschrift wird kein Jurist und nicht einmal ein Laie mehr darin erkennen können, weil von der bestimmten Organisation ICH ja in gar keiner Weise die Rede ist. So, und jetzt, dazu kommen wir noch ein bisschen später. So, die Kritik daran ist natürlich laut. Die Kritik an der ICH ist laut. Sie beginnt damit, dass der Einfluss der Industrie dort aufgespießt wird. Sie müssen sich vorstellen, dass das Sekretariat der ICH, das die Tagungen vorbereitet und diese Treffen vorbereitet, nur von der Industrie gestellt, bezahlt und besetzt wird. Es sind nur Industrievertreter, Verbands-, also Unternehmensvertreter. Es ist kein Politiker mehr drin. Die Kritik geht dann weiter dahin, dass in einigen Fällen sogar, obwohl von der Weltgesundheitsorganisation darauf hingewiesen wurde, dass bestimmte Testverfahren nicht verkürzt werden dürfen, die ICH die Testverfahren aber verkürzt hat. Also jetzt ganz speziell, ich will Sie nicht langweilen. Es gibt bestimmte karzinogene Erscheinungen, die erst dann sichtbar werden, wenn 12 oder 15 Monate vergangen sind. Aber die ICH hat gesagt, nein, 6 Monate muss reichen als Testdauer. Wenn danach etwas kommt, haben die Patienten halt dann Pech. Wenn Sie das einem Arzt vorlegen, wird er Ihnen, wenn er wirtschaftsfreundlich ist, sagen, ja, da haben doch die Patienten einen Vorteil, weil das Medikament 6 Monate früher in den Handel kommt. Dass aber auch die Risiken 6 Monate früher in den Handel kommen, wird dabei verschwiegen. So, neuerdings tauchen jetzt diese Organisationen und speziell die ICH auch in sogenannten Freihandelsverträgen auf, zum Beispiel in TTIP. In der 14. Verhandlungsrunde, die jetzt im Juni zu Ende gegangen ist, hat die ICH eine Rolle gespielt, wieder mit dem Wortlaut, was die machen, ist zu berücksichtigen. Das ist harmloser, als es früher mal klang. Vielleicht haben einige von Ihnen meinen Text in den Blättern gelesen, wo ich schon darüber geschrieben habe. Sie sehen, wie sich hier die ICH, eine der wenigen, die genannt werden, andere Organisationen werden einfach als Organisationen genannt, sich in die Freihandelsverträge sozusagen hineinschleichen. Jetzt können Sie mir sagen, Herr Klump, was reden Sie da für einen Unfug, wenn Sie sagen, die machen sowieso weiter mit und ohne Handelsverträge, warum wollen die dann unbedingt in die Handelsverträge? Die Antwort darauf ist nur eine politische. Weil damit das Ansehen dieser Organisationen steigt. In dem Moment, wo sie in einem, und sei es noch so rechtlich unverbindlich, in einem völkerrechtlichen Vertrag vorkommen, haben sie sozusagen einen gewissen Adelsbrief bekommen und arbeiten nicht mehr so sehr im Dunkeln, wie sie das vorher getan haben. Jetzt wird es bizarr, jetzt wird es ganz bizarr. Ich habe immer von der International Conference und von der ICH gesprochen, aber streng genommen gibt es die ICH schon gar nicht mehr. Obwohl sie jetzt in den TTIP-Verhandlungen noch als die ICH und International Conference vorkam. Denn die 3 oder 6 Gründungsmitglieder haben sich im letzten Oktober in Genf erneut getroffen und haben diesmal wirklich etwas gegründet, nämlich einen Verein. Zum ersten Mal ist jetzt die ICH ein Verein und heißt nicht mehr die ICH, sondern der ICH, nämlich International Council, Internationaler Rat. Der Rest bleibt gleich, für die Harmonisierung von Zulassungserfordernissen und so weiter.
In neueren Dokumenten ist diese neuere Bezeichnung auch schon verwendet. In älteren ist sie aber nicht korrigiert worden. Also streng genommen müsste auch sozusagen die gesetzliche Grundlage für die EMA jetzt geändert werden, weil ja nicht mehr die ICH was macht, was die übernehmen, sondern der ICH, aber das findet natürlich nicht statt. Es geht derartig schlampig zu, wenn Sie so wollen, dass da nur Vorteile verbunden sein müssen oder können. Und der Vorteil ist natürlich die Informalität des ganzen Verfahrens. Cameron hat einmal gesagt, unsere Stärke ist, dass wir alle so informell vorangehen. Wenn Sie die ICH jetzt oder den ICH anmailen und fragen, warum er sich umbenannt hat, was die Gründe dafür sind, und weiter fragen, warum er nicht im Genfer Vereinsregister drinsteht, was Sie ja auch nachschauen können, dann bekommen Sie keine Antwort mehr. Dann schreiben Sie eine freundliche Mahnung. Meine Standardformel dafür ist, können Sie mir bitte schon sagen, bis wann ich mit einer Antwort von Ihnen rechnen darf? Kriegen Sie auch keine Antwort? Die verschärfte Anmahnung heißt dann, ich sitze gerade an einem Buch über dieses Thema und würde ungern in dieses Buch reinschreiben, dass der oder die ICH die Antwort verweigert hat. Das schicke ich so im Abstand von 6 Wochen ab, solche Mahnungen. Also, Sie haben Zeit. Keine Antwort. Ich kriege seit Monaten keine Antwort mehr von der ICH. Die erste hieß noch, ja, wir haben Ihre Anfrage erhalten und werden sie so schnell wie möglich beantworten. So, das ist also der oder die ICH. Ich bleibe mal bei der ICH, weil es ja länger die als der hieß. Wie viele Gruppen dieser Art es gibt, weiß niemand. Es gibt keine Liste dieser Gruppen, weder eine offizielle noch eine inoffizielle. Wenn Sie die EU fragen, ob sie eine solche Liste hat, dann kriegen Sie noch die Antwort, nein, wir haben eine solche Liste nicht. Obwohl in den Handelsverträgen Entwürfen drinsteht, dass mit solchen Organisationen zusammengearbeitet werden soll. Wer die solchen sind, wird aber wieder nicht benannt. Wenn Sie dann weiter nachfragen, in welchen dieser Gruppen, ob Sie es mir doch bitte netterweise mitteilen können, in welchen dieser Gruppen die EU tätig ist und mitarbeitet, dann kriegen Sie darauf, nein, das können wir Ihnen leider auch nicht sagen. Mit anderen Worten, die EU-Politiker arbeiten in einer ungenannten Gruppe von ungenannten, nicht organisierten oder schwach organisierten Gruppen mit und wir können nicht von ihr erfahren, welche oder wie viele Gruppen das sind. Wenn Sie bei der EU anfragen, an wen richten Sie diese Anfragen? An Parlamentarier oder? Aber nee, an die Parlamentarier. Okay, ja, an die Kommission. An die Kommission. Ja, an die Generaldirektionen der Kommission. Ja, in dem Fall Handel, Außenhandel. Und die antworten ja auch einmal, indem sie sagen, wir haben Ihre Anfrage erhalten und beantworten Sie so schnell wie möglich. Aber bei dem Anfang von vielen Fragen und so weiter, haben Sie bitte Verständnis. Die Anzahl der Gruppen weiß auch niemand, habe ich schon kurz erwähnt. Und ich will Ihnen nur einmal eine Liste von Lebensbereichen vorlesen, in denen diese, wie man vermutet, 2000 Gruppen tätig sind. Und zwar aus einem britischen Handbuch. Heute ist fast jede Tätigkeit von Menschen in der einen oder anderen Form der globalen Regulierung unterworfen. Waren und Aktivitäten, die außerhalb der wirksamen Kontrolle irgendeines Staates liegen, sind in nahezu allen Fällen auf der globalen Ebene reguliert. Soll ich den Satz nochmal lesen? Waren und Aktivitäten, also was gekauft und verkauft werden kann, und politische Aktivitäten, die außerhalb der Kontrolle irgendeines Staates liegen. Kein Staat kann das kontrollieren.
sind in nahezu allen Fällen auf der globalen Ebene reguliert. So, und wer jetzt immer noch meint, mit TTIP sei ein, dem Fall von TTIP sei ein Sieg errungen, dem muss ich den Satz ein drittes Mal vorlesen vielleicht. Globale Regulierungen decken ein unermessliches Feld auf der verschiedener Inhalte ab, darunter die Erhaltung von Waldflächen, die Überwachung der Hochseefischerei, den Umweltschutz, die Rüstungskontrolle, Nahrungsmittelsicherheit, Standardisierung, die Verwaltung des Internet, die Regulierung von Pharmazeutika, wie das Beispiel, den Urheberrechtsschutz, den Schutz von Flüchtlingen, Kaffee- und Kakaostandards, die Arbeitsgesetzgebung, das Kartellrecht, um nur einige wenige zu nennen. Ein neuartiger regulatorischer Raum, ein von uns bisher gar nicht beachteter Raum, tut sich hier auf, der nichts mehr mit zwischenstaatlichen Vereinbarungen zu tun hat, also auch nichts mit TTIP, nichts mit CETA, nichts mit TISA. Er ist unabhängig von diesen Vereinbarungen, dieser neue regulatorische Raum, und der den Einflussbereich sowohl des Völkerrechts wie des nationalen Rechts hinter sich zurückgelassen hat. Es ist ein Raum, der ist von keiner Rechtsordnung mehr geordnet. Da geschieht, was geschieht. Und das Schöne daran ist, das Schöne für die Beteiligten ist, dass sie sich hier unbeaufsichtigt von irgendeiner Kontrolle treffen, Dinge vereinbaren und für ihre Mitglieder oder ihren Produktionsbereich für verbindlich erklären können. Das Unangenehme, das demokratietheoretisch oder demokratiepolitisch außerordentlich Unangenehme ist, mit einer fatalen Konsequenz, dass hier staatliche Behörden mit der Privatindustrie an einem Tisch sitzen, gleichberechtigt und sozusagen wie Mafiosi ihre Einflussbereiche abstecken und gemeinsame Regeln verabreden. Das ist so wie bei den Freunden der italienischen Oper in Manche mögen es heiß, wo der eine den Norden, Chicago nördlicher Abschnitt und Chicago südlicher Abschnitt. Du bist da groß und wir sind da groß. Du darfst das und wir dürfen das. Das heißt, der Staat begibt sich hier unter seinen Regulierungsauftrag, sondern vereinbart mit denen, die reguliert werden müssten, wie reguliert werden soll. Mit dem fatalen Ergebnis, dass wenn sehr viele das tun oder sehr mächtige Verbände das tun, wie zum Beispiel ICH, Japan, EU und USA, die machen 90% des Pharmahandels der Welt aus, dass dann keiner mehr sagen kann, wir sind dagegen. Wenn so viele dafür sind, kann nicht ein Einzelner oder ein einzelnes Parlament oder ein einzelner Staat sagen, wir wollen es aber anders. Der bekommt sofort den Vorwurf, er sei deutsch-zentristisch, wie jetzt von Gabriel, oder in der sanfteren Fassung von Gabriel, wenn alle dafür sind, können wir nicht dagegen sein. Aber wie entsteht hier eigentlich verbindlich? Durch freiwillige Befolgung ist die Antwort. Wenn sämtliche Pharma, um beim ICH-Beispiel zu bleiben, wenn sämtliche Pharmabetriebe sagen, wir richten uns nach diesen Richtlinien, haben sie davon ja einen enormen Vorteil, besonders wenn die Staaten dann auch noch mitmachen, dass nämlich der Handel mit den so regulierten Medikamenten weltweit erleichtert ist. Also die Amerikaner können sofort nach Japan exportieren und oder umgekehrt. Sie haben nicht mehr zu befürchten, dass die Japaner sagen, halt unsere Regulierungen erlauben das nicht. Das ist weg. Dieses ganze ICH und alle 2000 Organisationen dieser Art sind Instrumente zur Wirtschaftsförderung. Dass sie sich Regulierung nennen, ist, sagt zwar, was sie tun, aber der Effekt ist, dass die Wirtschaft damit gefördert wird. Und der Außenhandel. Die Erfassung dieser 2000 Gruppen ist auch deshalb so schwierig,
weil diese Gruppen nicht einen gemeinsamen Namen haben, einen gemeinsamen Begriff schon gar nicht. Es gibt keinen Begriff für diese Gruppen, auch nicht in der Fachliteratur. Und die Namensnennung, die Selbstbenennung dieser Gruppen ist auch außerordentlich unterschiedlich. Manche nennen sich Konferenz, wie unser Beispiel. Manche nennen sich Initiative, manche nennen sich einfach Gruppe, manche nennen sich, ich weiß nicht, G20. Sodass sie schon an den Namen nicht sagen können, all diese Konferenzen oder all diese Initiativen oder all diese sowieso, das geht nicht, weil die Namen so verschieden sind. Weshalb in der ersten Fassung der EU-Vorschläge zur Regulierung in TTIP ja auch nur so vage von Bodies oder Foren die Rede war. Ein genauerer Ausdruck kommt gar nicht in der ganzen Literatur nicht vor. Bodies or Fora, ein schöner lateinischer Plural. Was anderes gibt es nicht. Kennzeichnend für fast alle diese Gruppen ist, dass sie keine Rechtsperson sind. Sie sind keine Organisation. Das ist einfach ein lockerer Club. Die sind nicht besser organisiert als wir hier in diesem Raum. Das bedeutet, sie können keine dieser Gruppen verklagen. Sie können keine dieser Gruppen vor Gericht bringen. Die arbeiten sozusagen in einem Raum, in dem sie Immunität genießen. Weshalb es so spannend ist, warum die ECH sich von Conference in Council umbenannt hat und ein Verein ist. Jetzt könnte man sie verklagen. Aber wie gesagt, die Antwort bekommt man nicht. Was diese Gruppen produzieren, ist etwas, was jetzt einen Begriff hat. Sie produzieren Regeln, sie produzieren Vorschriften, sie produzieren Verhaltensweisen, die von allen in diesem Bereich angenommen werden und von allen Staaten, die da mitarbeiten, angenommen werden. Und diese Bündel von Regeln haben in der juristischen Fachterminologie einen Namen. Sie heißen transnationale Regime. Diesen Ausdruck werden Sie in der Zeitung nie lesen. Darüber spricht niemand außer einigen Juristen, die das wohlwollend begrüßen, weil damit die Welt irgendwie geordnet wird. Die transnationalen Regime sind heute in der juristischen Fachwissenschaft ein gut eingeführter Begriff und Sie können, wenn Sie das googeln, finden Sie große und gute Namen, die da zustimmend und sehr ordentlich argumentierend darüber schreiben. Das sind meistens leider englischsprachige Juristen, die darüber schreiben. Die deutschsprachigen sind hier etwas zurückhaltender, es ist schwer zu erklären, warum. Außer sie sagen, sie schauen, warum die Engländer so dafür, die englischsprachigen Juristen so dafür sind. Die finden das pluralistisch. Das ist ein guter Pluralismus, wenn da so viele Regime nebeneinander existieren, über denen keine Gerichtsbarkeit mehr steht. Pluralistisch heißt dann sowas wie Vielfalt und das hat einen positiven Klang und deshalb sind die so insgesamt da dafür. Die deutschsprachigen Rechtswissenschaftler denken mehr in Begriffen von Rechtsordnung. Also es stört sie, dass hier bestimmte Dinge nicht geregelt sind. Fischer Lescano zum Beispiel hat ein Buch über Regimekollisionen geschrieben. Was ist denn, wenn zwei dieser Regime aufeinanderstoßen? Aber er ist einer der ganz wenigen, die sich damit weiter befasst haben. So, ich will Ihnen jetzt nicht erzählen, was der BDI noch sich mit dem G20-Prozess ausgedacht hat. Das will ich nur kurz erwähnen. Der BDI lobt die G20. Er findet das, ist klar, was die G20 ist, oder? Ja. Ja, nächstes Jahr haben wir sogar einen Vorsitz in Deutschland, glaube ich. Und es ist eine gewisse attraktive Veranstaltung auch.
wird auch gern besucht und gern fotografiert, spektakulär, auf Almen, in Elmau oder auf in Strandkörben an der Ostsee liegen. Für den BDI ist die G20 aber nicht bloß irgendein Treffen, sondern der BDI schreibt jetzt von einem G20-Prozess. Ohne zu erläutern, was für ein Prozess das sein soll oder wohin der führt oder wer denn in Gang setzt oder was ihn überhaupt zu einem dynamischen, sich entwickelnden Geschehen macht, das den Namen Prozess verdienen würde. Er hat daneben jetzt eine B20 gegründet, der BDI hat eine B20 gegründet, Business 20, nämlich Spitzenvertreter der Wirtschaft aus den 20 Ländern, die in der G20 sind, trifft sich mit denen und unterstützt mit den B20 die G20. Das nennt sich konsolidierte Interessenvertretung. Die Geschwindigkeit, mit der der BDI hier vorgeht und die Internationalität, mit der er hier vorgeht und die Effektivität der organisatorischen Arbeit, die hier drin steckt. Manche von Ihnen kennen mich, sind Dinge, die ich auch ATTAC gerne wünschen würde, aber da falle ich dauernd auf die Schnauze. Es sei nicht ATTAC-Kultur, das geht nicht und so weiter. Aber Sie werden hier erkennen, dass jegliche Organisation der Zivilgesellschaft, ich meine nicht nur ATTAC, jegliche Organisation, jegliche NGO, ist gegenüber einem solchen Vorgehen, wie es der BDI vorlegt, G20-Prozess, B20, konsolidierte Interessenvertretung, hoffnungslos unterlegen. Schon deshalb, weil hier diese strukturelle Asymmetrie ist, dass jede NGO, und das hier jetzt auch nochmal Tag selber leider, alle Kosten selber tragen muss und gar nicht mal steuerlich begünstigt wird, während alle Ausgaben, die die Industrie in dieses Gebiet steckt, steuermindernd anzusetzen sind. Gegen das ist schon mal rechtlich kaum anzukommen. Ich habe jetzt überhaupt noch nicht vom Parlament geredet und warum das Parlament sich das alles gefallen lässt. Mit das Parlament meine ich jetzt mal den Deutschen Bundestag, aber auch das Europaparlament. In beiden sind diese Gruppen, die transnationalen Regime, kein Thema. Ist kein Thema. Da wird ein Parlament total entmachtet, hat überhaupt nichts mehr zu sagen, weil die Exekutive dauernd mit der Industrie zusammenkloppt und dann durch kuriose Machenschaften wie eingebunden wird erörtert und wird übernommen, dann in nationales Recht übergeht und sie lassen sich das gefallen. Das führt dazu, dass ich zu der Auffassung gekommen bin, dass die Gewaltenteilung zumindest im reichen Westen nicht mehr funktioniert. Um es scharf zu sagen, jeder Verfassungsjurist verlässt jetzt gleich den Saal. Ich bin nicht überzeugt, dass die repräsentative Demokratie irgendetwas ändern kann an den gegenwärtigen Zuständen. Ich will jetzt nicht gleich die Revolution und das Widerstandsrecht ausrufen. Aber ich will Ihnen was anderes erzählen. Ich will Ihnen was von Rom erzählen. Vom antiken Rom. In Rom wurde das Königtum abgeschafft, das war so ungefähr um 500 vor Christus rum, haben sie ihren siebten und letzten König vertrieben und haben, also das Volk hat das getan, muss man sagen, und haben ein neues staatliches Organ eingerichtet, und zwar das Tribunat. Es war erst ein Mann und dann waren es zwei. Wie das technisch geregelt war, muss uns jetzt nicht interessieren, aber es ist aufregend zu wissen, dass der Tribun eine sakrosankte Figur war. Wer sich gegen den täglich verfehlt hat durch Angriff auf Leib und Leben, der war dem Lynchmob preisgegeben. Der Tribun musste Tag und Nacht erreichbar sein. Seine Haustür musste immer offen stehen. Und wenn er zu einer Maßnahme der Regierung sagte, ich verbiete das, auf lateinisch Veto,
dann war diese Regierungsmaßnahme nichtig. Gegen Willkür gab es bestimmte Einrichtungen, dass die beiden nur zusammen ihr Veto abgeben durften, dass sie nur kurze Zeit Tribune sein durften, ein Jahr oder zwei Jahre, glaube ich, ne? Und nicht ewig lange, dass sie nicht aus dem Patriziat stammen durften und so weiter. Also da kann man sich Dinge überlegen. So etwas halte ich nach meiner heutigen und wahrscheinlich bleibenden Überzeugung allmählich für erforderlich, um die Gewaltenteilung in unserer Demokratie wiederherzustellen. Parteien haben meinen Glauben völlig verloren. Parteien sind nur noch, um es plakativ zu sagen, Maschinen zur Eroberung von Machtpositionen. Wenn diese erobert sind, dann ist der Wähler wieder entlassen und darf 4 Jahre lang sich anhören, warum er zu dumm ist für bestimmte Regierungsmaßnahmen. Und erst wenn die Wahl wieder nähert, dann entdecken plötzlich auch sogar die SPD entdeckt wieder ihr linkes Herz und entdeckt ein Programm und dann ist ein großes Theater und wird gehätschelt der Wähler und dann geht der ganze Betrieb wieder von vorne los. So, dieses Tribunal war eine so attraktive Einrichtung im antiken Rom, dass auch die Herrscher, die nach Julius Caesar, der ja die Republik abgeschafft hat, also Augustus und seine Nachfolger, dieses Tribunat niemals abgeschafft haben. Niemals abgeschafft haben, bis zu Diokletian im Jahr 300 nach Christus oder irgendwann. Also jahrhundertelang wurde diese Einrichtung beibehalten, obwohl die Herrscher nach Julius Caesar ja eher Monarchen und Diktatoren und alles Mögliche waren. Aber sie haben das in Schritten gemacht, sie haben erstmal das Tribunat beibehalten, dann haben sie angefangen, die Tribunen zur Wahl vorzuschlagen. Das Volk durfte sie dann wählen, so ähnlich wie bei den Parteien heute. Danach haben sie die tribunizische Gewalt auf sich selbst bezogen, selbst übernommen. Aber das Instrument Tribun wurde niemals abgeschafft, bis zu Diokletian. Und was lernen wir daraus? Wir könnten daraus lernen, dass man als antiker Römer jahrhundertelang glauben konnte, man lebe noch in einer Republik, weil es ja den Tribun noch gibt und die tribunizische Gewalt. Die hat sich vielleicht ein bisschen in der Form gewandelt, aber es gibt sie ja immer noch. Man kann sich sozusagen der Meinung hingeben, ja, wir haben vielleicht eine etwas starke Exekutive im Moment, sagen wir einen Kaiser Nero oder so etwas. Aber wir haben ja immer noch unsere Tribune und die tribunistische Gewalt. Ah, wir, das Volk, wir haben noch unsere Vertreter. Das heißt, diese Illusion kann aufrechterhalten werden durch ein geschicktes Beibehalten äußerer Formen. Und wenn man jetzt ganz rabiat wird, kann man sagen, das ist das, was im Moment geschieht. Die äußere Form der Demokratie wird beibehalten, während in Wirklichkeit die Exekutive mit der Wirtschaft den Laden führt. So, jetzt höre ich aber auf, sonst rufe ich doch noch zur Revolution auf. Also, vielen Dank und wenn Sie Fragen haben, gerne.